Mal ganz ehrlich, im urbanen Bereich, als EDC, als Everyday Carry, braucht man nicht mehr als dieses Messer hier. Wenn du wissen willst, was es ist, was es kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderschönen Buschkraftareal auf Valdiolapaté. Es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. Ganz ehrlich, man braucht in Wahrheit nicht mehr im urbanen Bereich. Also nicht draußen in der Wildnis zum Bushcraften oder zum Survival Training würde ich das jetzt nicht nehmen, aber in der Stadt braucht man in Wahrheit nicht mehr. Und besonders, ich meine, ich bin aus Österreich, da ist es mir wurscht, aber wenn du aus Deutschland kommst, ist man ja fast schon mit dieser Klinge hier als Terrorist eingestuft. Aber es ist 42 AK-konform, denn einerseits ist es ein Mini-Mini, es arretiert nicht, ja, und man kann es auch nicht mit einer Hand aufmachen, außer man ist wirklich akrobatisch organisiert und macht so auf. Schau mal her. Aber es arretiert nicht und deswegen meiner Meinung nach 42 AK-konform. Aber das an einer anderen Stelle. Pass auf, du hast eine kleine Klinge dabei und da einen Philips-Schraubenzieher, ja, dann hier eine kleine Abisoliereinrichtung, einen Kapselheber. Gehen wir es im Schnelldurchlauf durch. Dann eine Schere, sehr, sehr praktisch, das kann man immer wieder brauchen. Ich liebe Victorinox. Ja, schauen wir weiter. Da jetzt zum Beispiel für die Maniküre, ja, ich glaube Maniküre ist das, oder ist das die Pediküre? Schreibt mal einen Kommentar, ich weiß es wirklich nicht. Also zum Auskratzen von den dreckigen Fingernägeln, wenn man irgendwo herumgebuddelt hat. Ja. Gut. Dann hier, schau mal her, da noch einmal. Da ist dann auch ein kleines Lineal dabei. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut sehen kannst, aber da ist ein kleines Lineal dabei und ein Schlitzschraubenzieher. Ja, gut, dann geht's weiter. Es ist halt ein Mini-Fipsi, da muss man wirklich genau schauen. Dann, das ist ein Brieföffner, noch einmal eine Klinge mit diesem Wharncliffe, glaube ich, so heißt diese Klingenform hier. Also ein Brieföffner, den kann man auch immer wieder brauchen. Und dann hier, auch das, glaube ich, das ist auch zum Fingernägel ausputzen und da zum Nagelbett irgendwie bearbeiten. Ich kenne mich da nicht aus, ja. Und eine kleine Nagelfeile dabei. Oh ja, jetzt kann ich mich wieder in der Öffentlichkeit sehen lassen. Genau, in diesem Bereich. Und wo ist er denn? Ich suche ihn gerade. Weißt, das ist das Einzige, wo ich mal echt sage, okay, ist das wirklich notwendig? Ja, warum auch nicht? Ein Orangenschalen-Cutter. Habe ich damit noch nie gemacht, müsste ich einmal ausprobieren. Habe irgendwie nicht die Motivation dazu. Aber wofür es gut geht, dieses kleine Ding hier, ja, ist, wenn du ein Paket hast. Es tut mir leid, ja, viele kritisieren mich und sagen, du redest immer vom Paket aufmachen. Ja, ich mache andauernd Pakete auf. Bei mir ist jeden Tag Weihnachten. Aber da sind so komische Bänder drüber. So Kunststoffbänder, mit denen das zusammengezurrt wird. Da kann man da so reinfahren und aufschneiden. Das ist urcool, weil das Ding ist wirklich scharf und wirklich schön aggressiv. Da ist eine schöne Spitze dabei. Ich hoffe, du kannst das gut sehen. Die Kamera scharf schaltet. Also das ist einmal ganz cool. So, dann die geliebte, ja, Pinzette. Dann, wo ist er denn? Ha, wo ist er denn? So, da ist er. Da, ein Kugelschreiber zum Schreiben. Ja, geht eigentlich ganz gut. Zur Not. Ich meine, ich muss zugeben, ein großer, fetter Kugelschreiber ist besser. Aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und du kannst natürlich auch hergeben. Das ist im Lieferumfang auch mit dabei. Du könntest auswechseln, wenn du lieber einen Zahnstocher hast, weil da irgendwas meistens zwischen die Zähne hängt. Und dann kannst du auf die Pinzette verzichten. Das würde ich niemals tun. Die Pinzette ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, gut. So schaut's aus. Und die Wahrheit ist, mehr braucht man eigentlich nicht im urbanen Bereich. Was macht man? Man schneidet das Semmel auf, also Brötchen. Oder eben Paket oder sowas. Ja, das sind halt so meine Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder Fingernagel, wenn man keine Zeit gehabt hat und sich da denkt, ah, das Abnagen, das schaut dann doch irgendwie komisch aus. Nehmen wir doch eine Schere. Oder man muss ein Pflaster schneiden. Bei den Kindern passiert mir das recht häufig. Oder du hast einen Faden, der irgendwo raussteht. Ich meine, bei dieser Helikontex-Jacke passiert mir das nicht. Das ist alles billige Eigenwerbung. Ich gebe dir natürlich den Link zu all den Produkten hier, die du siehst. Jacke und natürlich auch zu diesen Teilchen hier. Leider nicht in meinem Shop. Weil ich habe es noch nicht, aber ich arbeite hart daran, dass wir Victorinox in den Shop kriegen. Ist nämlich so cool, ich stehe da voll drauf. Gut, und eben Brief aufmachen oder sonstige Dinge. Aber in Wahrheit, das meiste Alltägliche, was man tun muss, Schrauberl aufmachen, kann ich mit diesem Teil hier in den Griff kriegen. An letzten Punkt, und dann halte ich es Maul, ich verspreche es. Das Einzige, was cool wäre, aber das ist halt nicht so einfach möglich, ja, das Einzige, was cool wäre, wäre, wenn das Ding da einen auswechselbaren Bit hätte.
Das wäre cool. Dadurch wird es ein bisschen breiter. Ich weiß, dass der Maxi Huber, also eigentlich der Rainer Rossmann aus Österreich, so irgendwas wünschen kann und so, dass das Auswirkungen hat, ja, wenn sich die ich sage jetzt mal, Eierbären draußen irgendwas überlegen, dann muss halt irgendein gescheiter Techniker oder eine Technikerin sich das erledigen. Ne? Das ist mir schon bewusst, aber es wäre einfach cool. Das wäre das Einzige, sonst ist es absolut perfekt. Es ist eigentlich eh wirklich so auch perfekt. Ausmaß, 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 Ausmaß. Jetzt bist du dran. Hast du dieses kleine Teilchen hier? Was hältst du davon? Bist du auch der Meinung, dass das total genial ist? Hast du auch diese Hülle? Da gibt es eine eigene Hülle, gibt es auch auf Amazon. Die habe ich mir nicht gegönnt, das taugt man nicht. Wie tragst du das? Hast du das wirklich am Schlüsselanhänger? Oder steckst du es einfach ein? Ich habe es immer einstecken. Ja, das reicht mir vollkommen. Oder in einer meiner unzähligen Taschen. Schreib mal was, das würde mich irrsinnig interessieren. Das wäre cool. Und wofür du eigentlich ein EDC wirklich brauchst. Im urbanen Bereich. Schreib mal es unten, das wäre cool. Link zu all den Produkten hier findest du ganz klar. Auch zu mir in meinem Shop. Da mal nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen. Da geht's auch in meinen Shop, ganz einfach. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.